Und Moin und willkommen zu einem neuen Pickup-Video und zwar einem kleinen Nintendo-Special. Und zwar habe ich vor vielen Jahren eine falsche Entscheidung getroffen, so vor 5, 6 Jahren, habe ich mir gedacht, eigentlich reichen Modul-Only auch. Die N64 und SNES-Spiele sind halt relativ teuer und ja, du hast es sowieso in deinen kleinen Kartons drin, brauchst keine OVP. Das habe ich mittlerweile bereut, weil ich mir sage, okay, ich möchte eigentlich die Spiele, die ich mir gekauft habe, weil ich sie geil finde, schon in OVP haben und die paar Euro mehr machen es dann nicht für mich. Und ja, im Prinzip habe ich ja vor langer Zeit mal gesagt, ja, im Raum steht das Nintendo 64 Full Set. Ja, ist natürlich bekloppt, aber ja, so ein bisschen habe ich das immer mal so verfolgt. Und ich habe mir jetzt gedacht, gut, du räumst jetzt erstmal auf, guckst, was du so hast. Ne, auch bei SNES, wobei mir da das nicht so wichtig ist. Ne, da sind wirklich bloß die paar Titel, die ich haben möchte. Aber die hätte ich halt gerne auch in OVP, muss ich mal sehen, ob ich das bei allen mache oder. Ne, da habe ich jetzt halt meine 11 Titel, das ist okay. Und habe jetzt entschieden, gut, machst jetzt eine kleine Inventur. Ich habe dabei festgestellt, die 50 OVP-Titel, die hier stehen, die habt ihr ja alle schon 100 Mal gesehen. Ne? Und ich habe dann geguckt, was hast du jetzt lose? Es waren dann noch 22 Spiele lose. Und für zwei Spiele hatte mir Kumpel Hansi mal OVPs geschickt. Ohne Module. Der hatte mir einfach mal so ein Grabbelpaket geworfen. Und da komme ich auch gleich dazu. Das eine ist Tony Hawk's. Da habe ich jetzt eine Anleitung bekommen, habe ich aber immer noch kein Modul. Deswegen werde ich das nicht zeigen. Weil das ist für mich kein Spiel, wenn da kein Modul dabei ist. Das zeige ich euch, wenn es komplett ist. Und das andere kommt gleich. Und ich habe auch fürs NES, ich weiß ja, wo ich die Anleitung fehlen und so weiter, habe ich auch wieder ein paar Sachen bekommen. Das zeige ich jetzt auch. Das ist also ein richtiges kleines Nintendo-Special halt. No. So, fangen wir an. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht an The Magical Quest starring Mickey Mouse. Da habe ich ja mal die OVP für kleines Geld aus Ingolstadt von einem Sammlerkollegen bekommen. Auch sehr netter Typ. Und das Modul habe ich mir im X-Games in Celle gekauft. Und jetzt habe ich bei uns um die Ecke hier auf dem Dorf die Anleitung bekommen. Sehr, sehr cool. Und damit ist das Ding komplett. Freue ich mich mega. Ne? Ist jetzt zwar wieder Super Nintendo und das ist jetzt nicht so ganz Priorität, aber natürlich freue ich mich immer, wenn ich was komplettieren kann. Klar, wer macht das nicht? Und weil wir noch bei Super Nintendo sind, bleiben wir auch dabei. Und zwar habe ich mir auch mal wieder ein neues Spiel gegönnt. Und Asche auf mein Haupt, wieder lose, obwohl es geil ist und ich mir das irgendwann noch in OVP hole. Und zwar Axelay. Und es ist ein sehr cooles Shoot'em Up. Und dadurch bin ich über diverse Lektüre bin ich auf dieses Spiel gestoßen. Und eigentlich ist es eine Schande, dass mir das so lange durch die Lappen gegangen ist. Oder an mir vorbeigegangen ist, weil es halt großartig ist. Und das habe ich jetzt für 15 bekommen von jemandem, von dem ich auch noch andere Anleitungen bekommen habe. Und da dachte ich, das kannst du nicht liegen lassen, das nimmst du jetzt mit, einfach weil du Bock drauf hast. Entweder kriege ich die OVP irgendwann mal oder ich grade es dann im kompletten Zustand ab. Das werden wir dann sehen. So. Und dann kommen wir zum N64. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, 50 Spiele in OVP habt ihr ja schon im Hintergrund immer stehen sehen. Und ja, da habe ich mich jetzt reingemacht und geguckt, wo können wir da noch was upgraden. Und zwar, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich euch in einem Pickup gezeigt: Super Smash Bros. Fürs N64. Ich habe die jetzt offen, weil ich danach mal die Anleitung wieder reinfummeln muss. Und das ist ein übelst fettes Klopperteil bei dem Spiel. Die OVP war ja sehr schön. Auch das Modul ist sehr schön. Aber. Nee, habe ich hier nicht stehen, weil habe ich euch schon mal gezeigt in einem anderen Video.
Die Anleitung hatte ich nicht. Und die kann schon mal so 20 Euro Unterschied ausmachen. Na, das ist der Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, für meins 45 bezahlt. Wie gesagt, der normale Kurs liegt irgendwo zwischen 65 und 80. Und hier habe ich jetzt ein bisschen über 3 Euro für die Anleitung bezahlt. Fand ich echt super. Der Kollege echt fair, sehr schöne Sachen. Ja, die ist jetzt nicht perfekt. Man merkt, dass hier unten schon so ein bisschen abgekämpft ist, ne? Und auch das äußerste Blatt, was außen rum ist, muss man ein bisschen mit Vorsicht behandeln. Aber ist egal, sie ist komplett. Hat keine Wasserschäden oder irgendwas. Schöner Zustand und damit ist Super Smash Bros. Komplett. Bin ich mega happy. Und dann gehen wir direkt weiter. Und zwar zu meinem Kumpel Eule, der mir in seinem Paket auch noch zwei kleine Schultereis reingepackt hat. Vielen Dank. Mal so ein kleiner Nebenschauplatz am Rande. Und zwar diese OVP, Buster Move 3DX, habe ich, wie gesagt, mal von meinem Kumpel Hansi bekommen, vor langer, langer Zeit. In dem Paket. Hat mal was getauscht. Ich hatte ihm irgendwas geschickt und er sagte, ja, ich mache dir auch ein Paket. Ich guck mal, was ich habe, und hat da so ein bisschen was reingeschmissen und da war das mit dabei. Auf der Rückseite ist ja so ein bisschen Extreme G2 Werbung. Und die Anleitung gesagt, schönes Zustand. Die OVP in einem schönen Zustand, aber er hatte halt kein Modul mehr. Und mein Kumpel Eule aus Berlin hat jetzt gesagt, du, ich habe das Modul. Ist jetzt nicht mehr super perfekt, aber macht nichts. Das Spiel ist jetzt erstmal komplett. Und der hatte mir auch noch, ja genau, Mischief Makers hat er mir noch dazu gepackt. Und zusammen habe ich für beide ein Zwanni bezahlt. Fand ich okay. Chief Makers, dazu komme ich sofort. Da mal einmal bei Kumpel Eule waren. Da ist es. Ja, die OVP hat ein bisschen gelitten. Und die brauche ich jetzt auch nicht aufmachen, weil da ist keine Anleitung drin. Das ist halt schade. Hat er mir gleich gesagt, du, die Anleitung fehlt. Ja, egal. Aber ich finde, es ist okay. Das ist für mich noch ein in den Schrank stellenswürdiger Zustand. Ne? Die hat halt ein bisschen ein paar Knicke und so. Haben wir jetzt ein bisschen kosmetisch bearbeitet, dass die ansehnlich ist. Und dann ist das okay für mich. Ne? Das Modul, das da dabei war, war top. So gut, dass ich dafür meins aussortiere. Auch richtig cooles Spiel. Und das ist dann sozusagen demnächst eine OVP mehr, die dann da steht. Also ich will da jetzt ein bisschen systematischer rangehen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar auch ein Spiel, das ich schon sehr, sehr lange in der Sammlung habe. Und zwar Shadow Man. Und da hatte ich in der Bucht war eins drin, das war sehr günstig zum Bieten. Und das schnippst du dann auf die letzte Minute noch, ich glaube, auf über 20 Euro hoch. Und ich habe dann aber gesehen, es gibt zum Sofortkauf für 17,50 eine OVP mit Anleitung.
in einem sehr anständigen Zustand. Und ich habe das Modullose. Ich habe das, wie gesagt, schon ewig in der Sammlung. Und das stammt noch aus der Zeit, wie gesagt, wo ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir die Spiele dann halt lose. Und das bereue ich halt jetzt ein bisschen. Und fand ich okay, ne? Ich meine, ich habe jetzt alles zusammen für 17,50. Finde ich okay. Ob ich das Spiel nochmal komplett kaufe und dann gucke, wie ich das Modul loswerde. Dann lieber so. Völlig in Ordnung für mich. Freue ich mich. Eine weitere sehr schöne OVP, die dann im Regal stehen kann. So, weiter geht's mit Top Gear Rally. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Ist halt mal ein Rallye-Spiel. Ganz kurzweilig. Und das habe ich bei dem Kollegen gekauft, wo ich die Anleitung gekauft habe. Er hatte auch eine lose OVP. Ich habe quasi das Modul schon lose, schon lange in der Sammlung. Und der hatte eine lose OVP für Top Gear Rally, die aber in einem richtig, richtig erbärmlichen Zustand war. Die sah noch in live noch viel schlimmer aus als auf den Fotos. Und da habe ich gesagt, hier, ich habe gesehen, du hast das auch noch komplett. Was willst du dafür? Hat er gesagt, okay, mach mal zwar nie. Und der Zustand ist wirklich schön. Das ist komplett. Das ist das originale Inlay drin. Gut, sowas finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann mache ich halt einen Nachbau-Inlay rein. Ne? Die Anleitung ist dabei. Ganz klein bisschen wellig, aber die ist jetzt nicht feucht geworden. Ist einfach nur benutzt. Da hat mal einer drin geblättert und ist halt ein bisschen knorkelig. Ist okay. Ja, der Zustand wieder ist in Ordnung. Es ist komplett. Das ist das, was mir wichtig ist. Ne? Falls ich doch mal Bock habe, eine Anleitung zu blättern, dann kann ich das. Und da freue ich mich sehr. Wieder einen abgehakt. Ihr habt mitgezählt, ne? Das war jetzt OVP Nummer 4, die neu dazu kommt. Und OVP Nummer 5. Selber Kollege. Pilot Wings 64. Da fehlt leider die Anleitung, deswegen ist jetzt hier die Box zu. Bisschen schade, aber wollte er, glaube ich, auch ein Zwanni. Das habe ich aber, da habe ich aber nicht reingeguckt. Er hatte das, ich habe das in einer Kleinanzeige gesehen von ihm. Und er ist mir auch bei allen nochmal mit 5er entgegengekommen. Wie gesagt, bei dem hat er aus 25, 20 gemacht. Nur die Preise waren nachher alles okay. Und ich habe das halt gesehen, hatte die Anzeige auch nicht so direkt auf dem Schirm, weil ich da jetzt nicht so direkt scharf drauf war, sage ich mal. Aber das sah halt, wie es da lag, sehr schön aus. Und da habe ich es mitgenommen und habe da nicht mehr gedacht, dass da keine Anleitung drin ist. Scheißegal, die kommt dann irgendwann anders nach. Schon lose. Habe ich jetzt aber auch abgegradet, weil sein Modul sehr schön ist. Halt, ne? Genau wie Top Gear Rally, was da drin war. Auch sehr schönes Modul. Auch noch das Original-Tütchen drum. Einmal frei. Ja, und dann zeige ich euch jetzt noch, einfach nur, weil ich es kann, zum Abschluss noch ein kleines Pickup, was ich mir beim großen A bestellt habe. Und zwar Utawarero Mono, Mask of Truth. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich eine Visual Novel mit so ein bisschen Kampfsequenzen dazwischen, die so ein bisschen Strategy-RPG-mäßig sind. Und aber die meiste Zeit ist halt Text und Story. Und gibt drei Teile. Das eine ist, glaube ich, Prelude heißt das. Das ist ziemlich teuer.
Das zweite Mask of Deception habe ich schon eine ganze Weile. Und Mask of Truth ist halt Teil 3 und der kam jetzt 24. Und da habe ich gesagt, gut, dann lässt er den nicht liegen. So, und zum Abschluss noch ein paar Dinger, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Die sind jetzt auch ganz frisch eingeflogen. Und zwar eine Mazda X7 MC. Wer damit nicht vertraut ist, FC, Entschuldigung, FC. Wer Angel Lee gesehen hat, der weiß, dass das das legendäre Auto vom Gegenspieler aus der ersten Staffel ist und von einer der Hauptfiguren, die auch die ganze Serie über präsent und aktiv sind. Und der Nachfolger der FD ist ja noch legendärer, das ist zum Beispiel der, den Vin Diesel in Fast and Furious 1 fährt oder den auch Arne in Fast and Furious Tokyo Drift fährt mit dem Wayside Bodykit. Und das ist halt der Vorgänger, wie gesagt, der war damals durch die Initial D-Serie sehr berühmt gewesen. Dann habe ich ja einen gekauft, den kannte ich überhaupt nicht. Ein 82er Dodge Rampage. Ich wusste gar nicht, dass es hier so ein Dodge Pickup gab. Noch nie gesehen. Muss ich mitnehmen. Wieder mache ich wieder ganz schnell. Plymouth Barracuda. Auch sehr hübsches Modell eigentlich. Haben sich Mühe gegeben. Und als letzten den 98er Honda Prelude. Ich finde den Vorgänger auch ganz geil. Aber den gab es nicht. Gab nur den. Na, hab ich den mit. Jetzt habe ich doch wieder den kleinen Anstecker unterschlagen. Den hat mir Abend beim letzten Mal mit in mein Präsentpaket gepackt, würde ich mal sagen. Sehr cool. Keine Ahnung, wo ich den mal dran mache. Aber nettes, kleines Gimmick. Habe mich sehr gefreut. Ja, der wird einen hübschen Platz finden, denke ich. Ja, das war's. Diesmal was Kleines, Kurzes, Schnelles. Und wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie es weitergeht. Ich mit meiner Nintendo-Geschichte hier. Ich bin seit 5 OPAPs jetzt wieder zugewandert. Und von den 2, die ich nur als Leer-OVPs hatte, ist jetzt eine gefüllt. Wie gesagt, und die andere bin ich wieder einen Schritt weiter. Bei Tony Hawk's, da fehlt jetzt nur noch das Modul. Das kommt irgendwann auch nochmal geflogen. Und wenn ich quasi mit all meinen losen Modulen durch bin, da sind natürlich auch so ein paar Schwergewichte dabei, wie Majora's Mask oder so, wo die OVP und die Anleitung richtig Geld kosten. Und dann bin ich bei 74 Stück. Ne? Ein Drittel sind 81 für die Road zum Fullset. Also das ist dann wieder ein guter Schritt voran. Und dann, ja, ich denke mal, so ein richtiges N64-Update mache ich bei einem Drittel, wenn ich 81 OVP-Spiele habe. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.